Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Zunächst zu dem G7-Gipfel. Also angesichts des Auftretens von Donald Trump, nicht nur, aber auch auf diesem Gipfel, sollte auch dem letzten klar sein, es ist nun endlich an der Zeit, das Verhältnis zu den USA neu auszurichten, und zwar endlich auf Augenhöhe. Und es ist an der Zeit, das Duckmäusertum gegenüber den USA zu beenden. Und das heißt ganz konkret, erstens klare Kante gegen das Aufrüstungsdiktat von Donald Trump und der NATO, zweitens ein Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland und drittens Schluss mit der Beteiligung am Drohnenkrieg, der ja von Rammstein aus mitkoordiniert wird. Das G7-Treffen ist gescheitert. Sie können nicht einmal mehr vortäuschen, dass Sie zur Lösung von großen Menschheitsproblemen wie Klimaschutz und Migrationsdruck beitragen können. Und in Auswertung dieses Scheiterns der G7 hat Angela Merkel nun gesagt, die EU müsse stärker zusammenrücken. Wenn Europa wirklich stärker zusammenrücken soll, müssen dazu zwei Dinge passieren. Erstens, Deutschland muss Schluss machen mit der Rolle als Oberlehrer, und das heißt ganz konkret, der Finanzminister Wolfgang Schäuble muss Schluss damit machen, den Oberlehrer von Europa zu spielen. Und zweitens, damit Europa wieder zusammenrücken kann, braucht es endlich ausgeglichenere Handelsbilanzen. Und das heißt, hierzulande brauchen wir dringend höhere Löhne, aber auch höhere Investitionen in das Öffentliche, damit wir zu ausgeglicheneren Handelsbilanzen kommen. Soweit zum G7-Treffen und den Reaktionen darauf. Nun zu den akuten Anfällen von Ausschließeritis in Teilen der SPD- und Grünen-Führung. Also offensichtlich ist ja eine wichtige Lektion aus den vorangegangenen Landtagswahlen bei der Spitze von SPD und Grünen nicht angekommen. Und diese Lektion lautet meiner Meinung nach, wenn man sich die Mehrheiten für eine Durchsetzung der eigenen Wahlkampfversprechen verbaut, dann verliert man an Glaubwürdigkeit und verliert am Ende auch an Wählerinnen und Wählern. Angeblich, so behaupten jetzt Oppermann und Özdemir, geht es um eine Kritik an unserer Position, die wir zur NATO und zu Europa haben. Also schauen wir uns doch mal konkret an, worum geht es eigentlich? Also man muss doch heutzutage nicht mehr Mitglied der Linken sein, um sich Sorgen zu machen angesichts des Zustandes innerhalb der NATO. Die Frage ist doch, worüber reden wir heute noch, wenn wir über die NATO reden? Oft wird noch so getan, es sei die NATO Ausdruck der Westbindung der Bundesrepublik Deutschland, es sei die NATO sozusagen der Ausdruck des Bündnisses der Demokraten und der Kräfte für Freiheit und Frieden. So, wenn man sich aber die Realität in der NATO anschaut, da haben wir einerseits das NATO-Mitglied Erdogan, wo wir wirklich Gefahr laufen, Komplizen der Kriegsabenteuer von Erdogan zu werden. Und sozusagen, wir haben einen infantilen Narzissten wie Donald Trump, wo man gar nicht weiß, wohin ihn sein Kurs das nächste Mal führen wird. Und wir müssen dann in treuer Waffenbrüderschaft da einfach mitmarschieren und mitmachen bei jedem Bombardement, was dem in den Sinn kommt. Das ist doch irre. Also man kann doch heutzutage nicht mehr sagen, dass die NATO Ausdruck eines Bündnisses aller Demokratinnen und Demokraten ist. Und es ist vor allen Dingen ein Militärbündnis mit höchst fragwürdigen Kompagnons, die da das Sagen haben. So, das heißt also, oder wir sind der Meinung, die NATO müsse ersetzt werden, und zwar durch ein kollektives Sicherheitssystem. Ich bin überzeugt, wir leben in Zeiten, wo man sicherheitspolitisch nicht mehr einfach nur auf Sicht fahren kann, also wo man anfangen muss, über den Tag hinauszudenken. Und das heißt, wir können nicht mehr einfach nur sicherheitspolitisch auf Sicht fahren, also von Kriegseinsatz zu Kriegseinsatz, von einem Bombardement zum nächsten Bombardement. So, all das macht die Welt nicht sicherer. Die NATO steht halt für diesen unsicheren Politikeinsatz, der nur dazu führt, dass in den Kriegen, die wir jetzt haben, zu verharren. Und damit diese Welt sicherer wird, braucht es eine Alternative dazu, ein kollektives Sicherheitssystem. Und zu Europa sage ich nur so viel, gerade weil ich eine glühende Europäerin bin, gerade weil ich pro-europäisch bin, kritisiere ich den aktuellen Kurs der Europäischen Union aufs Schärfste. Aber mein Eindruck ist, wenn SPD und Grüne eine mögliche Mitte-Links-Regierung ausschließen, dann geht es ihnen gar nicht darum, sich mit uns kritisch über die NATO oder den Zustand der EU auseinanderzusetzen. Es geht ihnen um was anderes. SPD und Grüne geht es um einen Trick. Sie bauen einen Popanz auf, weil sie mit uns nicht über das reden wollen, was für sie unbequem wird. Die Linke hat ganz konkrete und belastbare Vorschläge zur Besserstellung der Mitte, zur Vermeidung von Armut für jeden Menschen in diesem Land, für eine bessere Rente, für bezahlbare Mieten. Und SPD und Grüne haben unseren konkreten Vorschlägen nur Halbgares entgegenzusetzen.
Und sie sind außerdem sehr zögerlich, wenn es darum geht, Millionäre stärker zur Kasse zu bitten, um die Besserstellung der Mitte zu finanzieren. Und weil sie die Debatte darum vermeiden wollen, da sozusagen bauen sie diesen Popanz auf. Wir aber meinen, es tut diesem Land und den Menschen in diesem Land nicht gut, wenn wir uns einfach davor drücken, wie wir alle hierzulande vor Armut befreien können und wie wir die Mitte besser stellen können. Besonders absurd übrigens wird die Ausschließeritis dann mit Hinblick darauf, dass Cem Özdemir von den Grünen ja zwar offensichtlich eine Zusammenarbeit mit den Linken ausschließt, aber mitnichten eine Zusammenarbeit, eine zukünftige Regierung mit der AfD-nahen CSU ausschließt. Also mit einem Horst Seehofer, der am liebsten jeden, der nicht bei zwei auf den Bäumen ist, sofort abschieben würde. So, da haben sie keinerlei Berührungsängste. Ich habe in dem Zusammenhang auch mit Bedauern festgestellt, dass offensichtlich Martin Schulz jeglichen Versuch, die Ehe für alle noch zu ermöglichen, aufgegeben hat. Martin Schulz traut sich nicht, die bestehende rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag zu nutzen, um die Ehe für alle einzuführen. Ich meine, was würde denn passieren, wenn wir die letzte Sitzung dieses Bundestages nutzen, um einfach die Ehe für alle auf den Weg zu bringen? Und es müsste der SPD doch umso leichter fallen, weil die CDU doch gerade offenen Koalitionsbruch begeht. Wenn es um das Rückkehrrecht in Vollzeit geht, was ja nur einen kleinen Teil des Problems angeht, da ist die CDU auf einmal nicht mehr bereit, dem Koalitionsvertrag zu folgen. Also die CDU ignoriert den Koalitionsvertrag und die SPD schimpft zwar, dackelt aber brav hinterher. Mir ist schleierhaft, wie man mit so einer Mutlosigkeit überhaupt ins Kanzleramt einziehen will. Ich kann nur sagen, unser Angebot steht. Wenn die SPD noch die letzte Sitzung des Bundestages vor den Wahlen nutzen möchte, um die Ehe für alle zu ermöglichen, auf uns, auf die Linke, ist in diesem Fall Verlass. Und abschließend zum 1. Juni, dem Weltkindertag. Der findet ja am Donnerstag statt. Mehr als 2,6 Millionen Kinder und Jugendliche leben hierzulande in Armut. Das ist für uns eine Zahl, mit der wir uns nicht abfinden können. Zynisch wird es aber, wenn angesichts solcher Zahlen der zuständigen Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles auf dem Kirchentag vor allem nur einfällt, sich darüber zu beschweren, dass ihre Partei, also Rot-Grün, verantwortlich gemacht wird und daran erinnert wird, dass sie die Agenda 2010 und Hartz IV eingeführt haben. Ich finde, oder wir müssen ganz klar eine Bilanz ziehen, in 15 Jahren Regierungsbeteiligung hat die SPD so gut wie gar nichts gegen die wachsende Kinderarmut unternommen. Das ist ein Offenbarungseid und das zeigt einmal mehr, wie wichtig eine starke Linke ist. Denn wir als Linke, wir werden uns nicht damit abfinden, dass mehr als 2,5 Millionen Kinder hierzulande in Armut leben. Wir setzen stattdessen ganz klar erstens auf eine Erhöhung des Kindergeldes und zweitens auf eine Kindergrundsicherung mindestens in Höhe von 564 Euro, weil wir der Meinung sind, jedes Kind hierzulande hat das Recht auf einen guten Start ins Leben.